Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir eine richtig coole Challenge und das ist mein treuer Begleiter. Ich werde mir nämlich blind ein Outfit im Reitsportladen raussuchen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir sind jetzt hier in der Klamottenabteilung und ich gucke jetzt mal hier bei den Oberteilen. Aber als erstes setze ich mir meine schöne Schlafmaske auf, damit ich auch wirklich nichts sehe. Okay, ich sehe auf jeden Fall absolut nichts. Und jetzt, ich gehe von hinten mal los. Okay, und mein Freund wird Stopp sagen. Oh mein Gott, ich habe voll Angst, dass ich umgegen laufe. Hä? Stopp. Okay, das hier. Oh, bitte sag, dass es gut aussieht. Ach du Scheiße, okay. Das ist auf jeden Fall knallpink. Aber könnte jetzt für den Sommer richtig cool aussehen. Okay, ich bin gespannt, was wir jetzt dazu finden. Wir sind jetzt bei den Reithosen angelangt. Ich hoffe sehr, dass die Reithose zu dem Oberteil passt. Wir werden sehen. Kannst du bitte nicht in die Aufnahme niesen? Okay. Schlafmaske auf. Okay, los geht's. Ich hoffe, dass ich nichts runterreiße. Okay, diese hier. Warum lachst du? Hör, die passt doch voll gut. Ja. Weiter geht's mit Socken. Ja. Socken. Perfekt, hier sind die Socken. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch eine große Auswahl. Und ich. Oh, warte, welche wären perfekt? Irgendwie habe ich das Gefühl, keine passen. Warte mal. Die hier. Okay, die sind meine Favoriten. Ich finde, dass die hier am besten zu dem Outfit passen würden. Oder die hier. Okay, ich setze jetzt meine Schlafmaske auf und dann geht's los. Bitte sag Frühstück, okay? Los. Stopp. Hä, hey, hallo? Die hier. Warum lachst du? Bitte nicht. Okay. Mal gucken, was als nächstes. Vielleicht eine Jacke oder so? Okay, jetzt geht's zu den Reitjacken. Wo sind die denn? Ah, da hinten. Okay, da haben wir einmal den und den Stand. Okay. Welche würde schön aussehen? Die hier passt eigentlich richtig gut. Die hier passt zu den Reitsocken. Die zu der Hose. Andere Seite. Stopp. Bitte eine gute Jacke. Das ist ja mal eine ganz andere Farbe. Oh nee, ich glaube, dass wir da Ende richtig schlecht aussehen. Sieht aus wie so ein bunter Papageivogel. Style! Was kann man noch anziehen? Jetzt brauchen wir natürlich noch passende Reitstiefel. Und deswegen sind wir jetzt in der Reitstiefelabteilung. Und ich würde sagen, ich lege direkt einfach mal los. Pass auf, stolpern, nicht vor dir kommen Kartons. Stopp. Das fühlt sich flauschig an. Digga, sind das überhaupt Reitstiefel? Ja, schon. Ja? Ja. Wo sind was für Reitstiefel? Leute, das kann doch nicht sein. Also eigentlich sind die ja cute, aber soll ich damit reiten? Okay. Schön. Und jetzt zum Schluss suche ich mir noch Reithandschuhe raus, damit das Outfit auch komplett ist. Okay, los. Ich muss das hier, dass ich alle habe. Geht's hier einmal rum jetzt? Ja. Wo? Warte. Ja, okay.
Stopp. Wo ist der erste? Ein bisschen arg klein. Egal, ich muss die Größe jetzt nehmen. Ja, obwohl zur Jacke passt perfekt, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier noch Caps gefunden und von denen werde ich jetzt auch noch eine auswählen. Okay, welche hätte ich denn gerne am liebsten? Das Ding ist, eigentlich passen jetzt auch alle zum Outfit, weil es ist so bunt. Aber dann wäre schon die Pink am coolsten. Stopp. Die war das, ne? Ja. Boah, Junge. Gelb. Ich hasse Gelb. Leute, das kann doch nicht gut aussehen. Okay, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Tschüssi. Hier bist du so weit. Ja. Das ist mein Outfit. Abgesehen davon, hier passt noch eine zweite Person rein. Nicht erlauben. Ich muss mich erstmal selber angucken. Das sieht aus wie so ein Paradiesvogel. Wie findest du es von 1 bis 10? Ja, doch. Eine 9. Willst du mich verarschen? Was ist so dein Lieblingsteil? Die Cap und die Schuhe, glaube ich. Ja, mein Favorite sind auch die Schuhe. Das ist auf jeden Fall mein Outfit. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt und ob ihr das so im Alltag tragen würdet. Ich weiß ja nicht so ganz. Das war's jetzt mit meinem Video. Wir haben uns gerade noch Main Spray in Melonengeschmack geholt, weil Leute, das riecht so geil noch Sommer. Und noch ein paar Gummibärchen für die Fahrt. Wir sagen, das Outfit war, also mein Geschmack, ich würde es jetzt nicht anziehen, aber es war auf jeden Fall eine sehr lustige Challenge. Schreibt gerne in die Kommentare, was für Challenges wir als nächstes drehen sollen. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis dann. Tschüss.